Das AR-Projekt fing etwa vor 5 Jahren an und stützt sich im Grunde genommen auf die These der synthetischen Reilluminierungen mit Hinsicht oder Hinblick auf amorose Heilung. Die Dr. Moore von der Universität in Edinburgh vor etwa Ende 70er Jahre aufgestellt hat. Es geht eigentlich kurz gesagt darum, Formen in akustischen Signalen wahrzunehmen. Seit einiger Zeit forschen wir im Lambert-Winkels-Institut, aber sind leider noch nicht zu einem sichtbaren Erfolg gekommen. Ja, durch Zufall sind wir auf den Musikproduzenten Johannes Bruns gestoßen, der mit seiner Herangehensweise wahrscheinlich zu unserer Lösung beigetragen hat oder beiträgt. Wir haben Herrn Bruns in unser Institut eingeladen, um mit ihm gemeinsam das Projekt weiterzuentwickeln und weiter zu erforschen. Ich habe den Kern von dieser ganzen Sache nicht wirklich nachvollziehen können, weil ich habe einfach irgendeinen Song gemacht und die kamen dann auf mich zu. Aber man kommt ja nicht immer in so ein Labor und dann habe ich mir gedacht, okay, das gucke ich mir doch mal an jetzt. Er hat scheinbar, ohne sich wirklich darüber gänzlich im Klaren zu sein, ein duales, bipolares, farbiges System in akustische Signale übersetzt, was einen neuen Grundlagenansatz für unsere Forschung bedeuten könnte. Das ist einfach so ein normaler Impuls, Bass einfach. Sagt eigentlich erstmal gar nichts. Vor allem der tiefe Frequenzbereich, der Bass in der Popularmusik, ist hierbei von besonderer Bedeutung, da er im Speziellen akustische Signale auch spürbar macht. Auf diese Weise können auch Taube Musik hören, weil sie die Schwingungen spüren. Und daher können sie das besser wahrnehmen, dann die Musik. Durch unsere Forschung wollen wir ja erreichen, dass durch die Umwandlung, dass wir wirklich das über Hörgeräte projizieren können, sodass der Blindende durch die Akustik im Ohr dann wahrnehmen kann, was da gerade zu sehen ist oder was sich da gerade tut. Also wage ich das mit einfachen Worten zu erklären. Fledermäuse kennt jeder und man weiß, Fledermäuse sind ja blind, mehr oder weniger. Und die praktisch sich durch diesen Schall und durch diese Reflexion wissen, wo praktisch Gegenstände sind. Und das haben wir so als Beispiel, also als Grundlage genommen. Das wollen wir versuchen umzusetzen, eben das System bei den Fledermäusen jetzt auf das menschliche Ohr umzusetzen, sprich für die Blinden speziell so herzustellen. Hallo, Herr Dr. Schneider. Hallo, Professor. Hallo. Herr Bruns, können Sie ihm bitte so alle zeigen? Mache ich. Was wo ist? Tatsächlich liegt der Vorteil darin, dass wir jetzt die Geräusche uns auch visualisieren können. Wir sehen direkt, welche Frequenzen vorhanden sind. Aber das menschliche Ohr, das ist zum Beispiel unempfindlicher für niedrige Frequenzen und dann auch wieder unempfindlicher für höhere Frequenzen. Mhm. Und so zwischen 1000 und 4000 Hertz, dort bin ich eben sehr empfindlich. Mhm. Genau da sprechen wir auch gerade. Mhm. Ja, also das Ohr hat evolutionär gelernt, für Sprache empfindlich zu sein. Und alles andere ist es weniger empfindlich. Man muss sich das so vorstellen, ein kleines Gerät hinterm Ohr und wir sind in der Lage, uns vollkommen frei in völliger Dunkelheit zu bewegen. Das heißt, ein blinder Mensch ist in der Lage, durch diese Forschung, durch die Ergebnisse, sich frei zu bewegen wie ein Sehender, völlig ohne die eigentliche Funktion des Sehens zu haben. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist doch unvorstellbar. Also nicht alle in dem Lambert-Winkers-Institut sind auch so euphorisch oder der Meinung, aber man sollte ein bisschen dezenter, ein bisschen ruhiger bleiben darüber. Wir wollen erstmal forschen und schauen, was dabei rauskommt. Ich will so weit gehen und sagen, die ersten Tests sind vielversprechend. Ja, hier haben wir unseren Probanden und wir zeigen Ihnen mal die ersten Ergebnisse. Der Proband wird jetzt versuchen, ohne Hilfsmittel den Stift zu greifen. So, zweiter Versuch, diesmal mit Hilfsmittel. Perfekt, wunderbar.
Gut, das war jetzt der erste Ansatz. Und jetzt versuchen wir das mal in einer größeren Dimension. Mhm. So, jetzt der Versuch draußen, ohne Hilfsmittel. Bitte schön. So, unser nächster Versuch, diesmal mit Hilfsmittel. So, bitteschön. Jawohl. Gut, machen wir weiter gleich, oder? Nochmal. Jawohl! Ja. Was kann man noch mehr erwarten? Was kann man noch mehr? Das ist die moderne Technik, das ist die Zukunft. Ah. Ja, abschließend wäre noch zu sagen, dass wir wirklich die Hoffnung haben, mit dem AR-Projekt Menschen, die mit Amaurose befallen sind, also sprich Blindheit, geheilt werden können. Wir wollen hoffen, wie heißt das schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden sehen. Everybody who's messy pleases. Everybody who's messy pleases. Everybody who's messy pleases. Everybody messy pleases. Everybody who's messy pleases. Everybody who's messy pleases. Everybody who's messy pleases. Die Band Orsons kannte ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, wo wir mit dem Projekt gesprochen haben, mit meinen Kindern darüber gesprochen haben. Ja, das musst du dir mal anhören. Ne? Gut, habe ich mal angehört. Und man kann sich dran gewöhnen. Das ist gewöhnungsbedürftig für einen Älteren, aber es geht. Also ich muss sagen, die Musik der Orsons, sie ist sphärisch. Sie erhebt den Hörenden in den Kosmos. In einer Weise, die nur mit dem Rauschen der Blätter im Wind vergleichbar ist. Das Rauschen eines Flusses, eines Baches, das leise Plätschern oder das Rascheln einer Maus im Gras, das kann ich nur vergleichen mit der Musik der Orsons. Verstehen Sie? Nur so sphärisch, so dass man sich hineingeben kann in diesen Klangteppich. Hineingeben kann in diesen Sound, in der Tiefe der Bässe. Diese farbliche Gestaltung der Töne, sie erhebt den Menschen praktisch aus dem eigenen Sein heraus. Everybody who's messy, what's going on? Everybody who's messy, please. Everybody messy, what's going on? Everybody who's messy, please. Everybody who's messy, what's going on? Everybody who's messy, please.